Guten Morgen, guten Morgen, ich grüße euch. So, wir starten in den Tag. Der Hund ist am Schnabulieren. Und als allererstes heute möchte ich mich bedanken. Ich kriege von einigen netten Menschen fast täglich E-Mails, einfach nur liebe Worte, Belangloses. Und das finde ich richtig schön an dieser Stelle. Danke dafür. Liebe Grüße an euch zurück, auch schöne Bilder aus Schrebergärten mit Umgangspflanzen und sonstiges. Das macht richtig Spaß, da anzuschauen. So, und jetzt geht's hier direkt los. Etty ist gefeedet. Ich packe hier gerade unsere Steckdosen aus. Ich habe eine neue geholt. Wir haben ja hier eine Steckdose, die ist gebrochen. Ja, seht ihr das hier? Da unten drin. Und ja, die repariere ich jetzt mal. Dann machen wir erstmal jetzt gucken, dass kein Strom mehr drauf ist. Kannst du mal ausmachen, Kalle? Ja, andere. Nächste. 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 Ja, super. Oi. Ja, auslassen. So, aber trotzdem teste ich das nochmal aus. Wir müssen unseren FI nämlich nochmal beschriften. Das haben wir noch nicht gemacht. Das hatten wir heute im Elektriker gesagt. Das machen wir selber alles. Daher kein Problem. Nur ich bin da irgendwie habe ich das mal gehört. Mach ich morgen. Mach ich irgendwann. Dann habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt teste ich nochmal. Ich sehe wirklich keinen Strom drauf. Ja. Super. Levi, ich brauche mal kurz die Lampe, bitte. Kannst du mir mal dahin leuchten? Super machst du das. Ganz klasse. So. Machen wir das hier raus. Aha. Wechseln eben. Oh, bum, bum. Lass die Lampe runter. Ist nichts passiert. Alles ist gut, Levi. Lass du einfach liegen, bitte. Na, schade, die passen nicht. Ja, ich hatte auch schon zwei und drei andere geholt, nur aus Innenleben, aber das passt leider nicht. Die sind alle unterschiedlich. Und wäre es ja auch langweilig. Na, so. Jetzt mache ich die Schrauben hier noch raus. Und dann wechsle ich das ganze Gehäuse. Ja, es sind immer so Kleinigkeiten, die mache ich zwischendurch. Immer was anfällt. Hier und da. Dann haben wir das aber wieder schön. Nein. Und ja, noch mal gucken, heute noch was ansteht. Ist leider am Regnen bis mittags. Hab schon mal überlegt, was wir da machen können. Wir werden jetzt hier drin ein bisschen spielen, ein bisschen was zu tun haben wir immer. Und dann heute Nachmittag haben wir wieder ein neues Projekt. Da werden wir wahrscheinlich ein neues Tor bauen für unseren Eingang, was die Kinder dann morgen, übermorgen wieder schön bemalen werden. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Aus, vor unserer Schleuse das Tor. Das ist ja, das sackt immer mehr ab und das ist nicht so schön. So, ich schraube mal weiter hier, will euch nicht langweilen und ich würde euch das dann gleich zeigen, wenn es fertig ist, würde ich sagen. So, fertig ist der Drop. Jetzt gucken, ob er funktioniert. Sieht gut aus. Wunderbärchen. Gitarrspiel. So. Weg. Ich muss halt einen kleinen Bohrer holen, damit ich die Schrauben da besser reinkriege. Der Calvino hat mir super assistiert mal wieder. Er hat nämlich die Taschenlampe gehalten. So, die alten können weg. Beziehungsweise, ich glaube, die eine behalte ich noch, die war kaputt. Ja, Etty, genau, habe ich jetzt schon wieder reingeschmissen. Weil die, wir haben ja noch vier von denen in der Küche verbaut. Die würde ich einfach behalten jetzt. Lege ich in mein Sammelkistchen für Steckdosen im Dachbodenaufgang. Jetzt mal vielleicht mal die Livia in Ruhe. Und ja, wenn da mal irgendwo was kaputt geht, ein Rahmen oder so, dann ist man wahrscheinlich froh, wenn man es hat. So, ich stelle euch mal hier kurz hier ab. Und räume das kurz weg. Alles wieder an seinem Platz. So versuche ich es zumindest immer zu machen, damit ich hinterher alles wieder gut, schnell wieder finde.
Boah, das hätte mir fast runtergefallen zusammen mit der Bohrmaschine. So, packen wir das noch rein. So. Ja, haben wir das auch wieder erledigt. Ja. So Kleinigkeiten fallen halt voll oft an jeden Tag. Aber irgendwie, ich vergesse euch da leider oft immer mitzunehmen. Ja, draußen haben wir strahlend grauen Himmel, herrlichstes Wetter. Es ist zum Mäusemelken. Die ist am Trinken. Ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch? Der macht seinen Napf in der Dusche, weil er trinkt immer ganz gerne mit seinen Schnäuzchen, tunkt er in den Wassernapf. Und dann läuft er ganz schnell durch die ganze Wohnung und macht alles nass. Und so ist wenigstens ein großer Teil noch in der Dusche drin. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, ihr Lieben. So, jetzt gibt es noch ein Käffchen. Und dann mal gucken. Ja, ich komme. Was wir noch Tolles heute machen werden. Heute ist ein Regentag, ätzend. Es hat gerade aufgehört, wir haben jetzt schon 16 Uhr. Eigentlich sollte es mittags aufhören. Wir haben nichts gemacht heute. Nur drinnen gespielt mit den Kindern. Wir haben da irgendwelche Raps gemacht. Und ich wollte mir jetzt hier unseren Zaun schon mal ausmessen, das Tor. Das Tor habe ich halt scheiße gebaut. Das sackt halt ab. Schon versucht zu verstärken hier, aber irgendwie ist das nicht das Gelbe vom Ei. Ja, jetzt messe ich das mal aus hier. Ich habe mal auch stabilere Scharniere geholt. Nicht so ein Kackes, was da ist. Und dann baue ich mir die neu. Ja, aber nicht heute. Jetzt wollte ich nur ausmessen. Ich habe mir meinen Maßstab rausgeholt. Mein Zollstock. Und dann, ja, gucken wir mal. Hier sieht es auch ganz gut aus. Ein bisschen abgesackt, jeden Triplatte. Aber wie gesagt, für unsere Bedürfnisse reicht das vollkommen aus. Und ja, irgendwie verkacken unsere so. Vielleicht dürfen wir nicht im Regen stehen, Papa. Die Kakteen sterben. Stell die mal hier hin. Die Fensterbank. Mal gucken. Irgendwie ist heute schon gebrauchter Tag bei dem Wetter. Ist so uselig heute. Immer so ein Sprühwurstregen und nicht schön. Gucken wir, was die Pflänzchen oben machen. Wir haben nämlich oben eine Paprika, eine Gürkin und Tomaten gepflanzt. Die hatte ich im Baumarkt für mich geholt. Oh, wer ist der Eddie? Ja, hallo? Geh mal gucken, Eddie. Wer ist da oben? Ja, Brenntag wird halt auch nichts bei dem Wetter. Hier kommt unser Salat. Boah. Da wird sich die Mutti freuen. Der kommt richtig gut. Ja, und hier ist anderes Stuff. Eddie, hör auf. Hier bitte raus da. Guck mal, schon Zeugs durch, ey. Löwenzahn. Hör mal auf. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und da trägt was. Ja. Ihr Lieben. So sieht's aus. Ätzendes Wetter. Aber muss auch mal regnen, ne? Ja, klar. Natürlich. Die Natur braucht Wasser. Nur, wie gesagt, dafür gibt's heute einen kurzen Vlog. Haben wir nicht viel gemacht. Was soll ich euch da zeigen und erzählen? Türpfosten, meine Güte. Bombenfest. Super, ey. Wir haben uns verewigt drin. Meine Finger, Livias Finger, Mamas Hand. Ella hat da drüben was reingemalt. So haben wir immer ein Andenken an das Tor. Dass wir das gemacht haben. Ja. Nichts zu tun. Auch kein Bock bei dem. Ist alles nass hier und uselig. Ja, ich geh mal hinten gucken nochmal. Da kam ja ein paar Bambusdinger durch da hinten. Da hatte ich ja Gift drauf gesprüht. Die wurden gestern schon braun. Da wollte ich mal gucken, aber das ist wirklich kein Vergleich zu sonst. Vorher hatten wir so hunderte von Pilzköpfen kamen heraus. Jetzt sind da nur so ein paar, ganz wenige. Mal gucken. Da haben wir schon Gift drauf gesprüht. Wir werden nochmal Gift drauf machen die Tage.
ist der Drahtlichter immer noch, den wollte ich eigentlich schon weggeholt haben. Wer war das denn, Etty? Ha? Dass du kackst immer oben, du Ferkel. Dann machst du es nicht weg. Nein, der muss ja kacken, ich mach nur Spaß. Guck mal, ein Beutelchen, dann lass ich auch weg. Ist halt egal, da laufen wir ja nicht rum. Aber hier vorne, wenn ich sehe, dann sammle ich das doch ein. Ja, so, ich hole mal ein Beutelchen, mache das Arz weg. Und dann messe ich gleich das Tor schon mal aus für morgen. Die Kinder spielen, das ist schön. Und die wollte ich heute Morgen schon in der Wanne mit der Sonne raus. Wir sind noch dazwischen gekommen. Naja, mal hier halt ein Wasser rein. Gehe ich jetzt mit ihr baden. Die spielte man ja mit den Farben. Ich habe nur von früher. Hatte ich mir mal gekauft. So. Lebensmittelfarbe. Ab und zu mal nehme ich da eine von mit. In die Wanne. So Spaß die Maus. So, ja, Tor habe ich ausgemessen. Dann wollte ich gerade doch rausgehen und sägen. Voller Tatendrang. Mach die Tür auf. Guck. Es regnet. Naja. Lass mir das für heute mit dem Sägen und Schrauben. Das Gute daran ist, es lübt nie weg. No. Ja. Ja, ansonsten wollen wir nicht mehr viel machen, glaube ich. Wir haben auch mal eine E-Zigarette wieder zusammengebaut. Aber irgendwie dampfe ich da eh nicht mit. Die gemacht und ich glaube dreimal ziehe ich da dran und dann steht sie wieder rum. Dann kann ich sie wieder sauber machen und ausmotten. Egal, ist ja zum Wickeln, daher. Also ich mache mir die Verdampfer halt selber mit Draht und Watte. Und so ist das ja auch kein Ding, kein großer, kostlicher Faktor. Ja. Aber ich kann euch erzählen, was morgen und übermorgen ansteht. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Also morgen fahre ich nochmal in die Stadt, muss noch ein paar Kleinigkeiten holen, erledigen. Zum Beispiel im Eisenwarenladen muss ich für den Tor, muss ich ja diese Riegel holen für das schwere Tor. Da muss ich ein Torschloss holen für unseren Dingster, weil das fällt auseinander, was da draußen ist. Da ist ein bisschen Arschloss. Dann wollte ich Acrylfarben holen für die Kinder, für die Mama. Die wollen das Tor, was ich da baue, wieder schön bunt anmalen. Ich kann mal kurz rühren in der Wanne. Rühren. Das heiße Wasser schön verteilen. Und dann wollte ich noch ein paar Gummibänder holen. Wir haben keine Gummibänder mehr. Weiß nicht warum. Irgendwie herrscht da Armut. Ich habe mir mal einen Teddy welche geholt. Die waren voll scheiße oder Action war, das weiß ich nicht mehr. Die sind halt voll schnell porös geworden. Nimm zu dumm, ich weiß es nicht, aber muss ich mal gucken, wo ich da gescheite herkriege. Dann brauchen wir noch, ich guck mal auf meine Liste, dann haben wir Salz vergessen einzukaufen. Basmati-Reis haben wir nicht gekriegt. Zahnbürsten brauchen wir wieder neu, da haben wir noch einen Satz, aber trotzdem haben wir immer gerne ein paar auf Lager. Toastbrot brauchen wir noch. Und einen kleinen Müllsackständer. Da haben wir uns die Tage einen geholt. Hier im Teddy für 5 Euro, hatte ich euch ja erzählt. Wo sie im Baumarkt 20 für haben wollten. Und er ist echt praktisch. Und da habe ich mir überlegt, oder wir, dass wir uns den für Reisen holen. Dann, wenn wir einen Vorzelt stehen haben, da hat man das nicht hängen irgendwo. Und ja, so kann man den dann halt auch gut und praktisch den Müll sag mal schnell losfährt. Muss man nur gucken, wie das mit Etty ist, ob der da dran geht oder nicht, aber in der Regel lernen wir den ja eh. Das heißt, kann ich viel stehen. Und erstens, das haben wir eh kaum. Und daher müsste das eigentlich hinhauen. Ja, eigentlich ist halt Brenntag auch. Nur gesammelte Werke an Holz sind hier drin, aber aufgrund der Wetterverhältnisse wird heute nicht gebrannt. Läuft doch nicht weg, das ist das Schöne. Ich glaube, wir kriegen dieses Jahr Kirschen am Kirschbaum. Sieht fast so aus. Das wäre ja was, vielleicht wegen unserem Kirschbäumchen nach da oben. Ah, sieht man noch nicht.
Das wäre aber schön. Der Maronenbaum kommt und mein Holunder kommt auch. Da mache ich wieder Marmelade. Marmelitschka, Glitschka. Ja. Der kommt ja auch. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube Johannisbeere oder sowas. Keine Ahnung. Ja, es blüht alles schön. Der Lebensbäumchen kommt auch. Der Salat ist schon groß geworden. Muss ich der Mama gleich mal erzählen. Da wird sie sich freuen. Hier, da ist das übrigens hier, was ich gespritzt habe. Rusche, Steindusche. Wirklich super, nur zu empfehlen. Nicht auf Pflanzen sprühen, da diese Wurzel tief zerstört werden. Achtung, Achtung. Ja, habe ich halt nur dafür geholt. Du ist es auch, ne? Man darf es halt nicht und verkauft es dann halt als Steindusche. Du wusst wie. Ja. Oh Gott, das ist schon schön warm. Runterdrehen. So. Jawohl, jawohl, ja, Spraulia. Ja. Verschwand in der Wand. So, ich gehe jetzt baden. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch früh verabschieden von euch. Wir machen halt nichts Spannendes mehr. Wenn da was passieren sollte, melde mich für euch. Ansonsten. Ja, ich wollte jetzt ja übermorgen. Übermorgen wird unser Tor gemacht. Ja. Da baue ich hier morgen provisorisch halt für den Stromanschluss schon mal. Da kommt nächste Woche oder übernächste Woche ein Elektriker, der macht doch gleich den Außenstrom wahrscheinlich mit. Aber dazu dann mehr. Das seht ihr dann, nehme ich euch mit. Kriege nämlich unsere Terrasse gemacht und die werde ich dann noch fließen und schön machen. Aber dazu dann mehr am Freitag. Kommt der Torbauer, da kriegen wir unser schönes elektrisches Tor. Also wenn ihr das seht, steht das Tor wahrscheinlich schon. Weil wir immer 72 Stunden versetzt. Aber ich bin schon ganz gespannt und die Mama glaube ich auch. Wir freuen uns sehr. Ja gut, ihr Lieben, ich bedanke mich heute fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen wieder begrüßen darf auf meinem Blog. Morgen gibt es ein bisschen mehr Spannendes zu sehen. Morgen bauen wir das Tor, fahren in die Stadt, habe ich ja erzählt. Dann nehme ich euch mit. Wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Schaut doch mal bei der Michaela Fit rein. Wird sich bestimmt darüber freuen. Jetzt ja einen neuen Kanal, meine Frau. Und ja, ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.